Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um die Panasonic Lumix DC BGH1 4K Boxkamera. Wenn du noch unentschlossen bist, ob diese Kamera für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zur Kamera werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, bei so einer Boxkamera denke ich vor allem an eins, an Drohnenaufnahmen. Es gibt natürlich noch weitere Anwendungsmöglichkeiten, ja. Aber Drohnenaufnahmen sind so das Erste, an was ich denke. Und für diesen Filmeffekt sind die natürlich sehr beliebt geworden. In den letzten Jahren werden sehr, sehr häufig verwendet. Also ob das Sinn macht oder nicht, hängt natürlich immer vom Projekt ab. Aber grundsätzlich kann das schon sehr gut aussehen. Preislich finde ich interessant, was hier aus dem Hause Panasonic geboten wird. Würde ich für eine Boxkamera mit diesem Funktionsumfang als ein faires Angebot bezeichnen? Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich die passende Boxkamera ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Kameras auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welche am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Modulare Systemkamera für unterschiedlichste Einsätze, Events, Streaming, Filmproduktion, für Dokumentarfilme und Cinema sowie Drohnenaufnahmen. Die Hochleistungskamera BGH1 ist klein und leicht mit Erweiterbarkeit und Multikameranutzung. Beeindruckende Bildqualität. Die Box-Style-Kamera bietet überlegene Low-Light-Bildqualität dank des 10 MP Live-MOS-Sensors mit besonders großen Pixeln und der doppelten nativen Grundempfindlichkeit, der Rauschen effizient minimiert. Remote Control. Steuern Sie mehrere BGH1-Kameras über Ethernet mit der Lumix Tether-App aus der Ferne, während Sie die Stromversorgung über PoE Plus bereitstellen. Die Steuerung ist auch über USB-C möglich. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Ich finde, diese Boxkamera kann sich in Sachen Funktionsumfang durchaus sehen lassen. Ob es für dich die passende Kamera ist, das kannst du alleine am besten beurteilen. Ich kann mich hier in erster Linie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis beziehen. Dieses macht auf mich einen fairen Eindruck. Ob es für dich die passende Kamera ist, kannst du allein am besten beurteilen, ja? Deswegen mach dir doch noch dein eigenes Bild zur Panasonic Lumix DC BGH1 4K Boxkamera. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen angenehmen Tag. Alles Gute, ciao.